Ja, hallihallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Hexit mit Baby Butz. Ja, hallo, ich bin auch Nicht wieder gleich wieder gähnen am dabei. Anfang. Wir haben gerade schon 100 Mal gegähnt. Ja, also heute ist wirklich ein Tag, wo man nur schlafen kann. Irgendwie Ja, komisch, also ne? solche Tage So. gibt's. Auch sowas gibt's. Ja, Entschuldigung, also das ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt das mit Absicht mache, aber ich bin wirklich hundemüde. Ja, ich habe es auch über Facebook gepostet gehabt. Ich konnte nicht schlafen von Samstag auf Sonntag. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich habe ewig Fernsehen geschaut und meine Augen waren müde. Ich wollte schlafen, die wollten immer zugehen, aber die sind nicht zugeblieben. Ja, Okay. sehr mysteriös. So, guck mal, ich habe da einen Rucksack hingestellt zwischen die Kisten, da haben wir noch ein bisschen mehr Ja, Stauraum. mit dem Rucksack ist es so. Das hat mir ein Abonnent in die Kommentare geschrieben, dass du den Rucksack nehmen kannst. Ey, bist mir hier im Weg rumgelatscht. Und den tragen kann, Genau, ne? also das halt als Brustplatte kannst du da den Rucksack noch mit hinmachen, aber hast halt dann dementsprechend keinen Schutz. Ja, Das das stimmt. stimmt. So, ich tue hier mal ein bisschen was ablegen. Die Rift Signature, beziehungsweise die nehme ich mal mit. Wir können ja immer wieder eine Rift machen. Wollten wir ja letztens noch die goldene Feder. Brauche ich auch. Dann habe ich noch zwei Rucksäcke. Sind denen viel drin oder Was habe sowas? ich hier? Oh Gott, ich habe schon wieder Haufen Scheiß gesammelt Mein hier. Julin-Ingot. Oh, das soll gut sein. Wo ist denn das her? Keine Ahnung. Mann, Julin, das brauchen wir für den Tinkers Construct. Da können wir uns sehr gute Spitzhacken zum Beispiel selbst herstellen oder Oh, sowas. okay. Mann, Julin ist da, soweit ich weiß, das beste Erz, was es gibt. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss ja auch mal ein bisschen Rucksack ausmisten. Ich habe ja schon wieder so viel Scheiß mitgesammelt. Ja. Meine Fresse, das hätte ich eigentlich vor der Aufnahme machen können, Ach, aber so ist hier sind ja es. noch Rüstungssachen drin. Sind das meine? Oder was ist das? Ja. Rüstungssachen? Ja, die hatte ich dir ja frisch gemacht gehabt, soweit ich weiß. Ah, stimmt. Stimmt. Die nehme ich mal. Die brauchst du doch Ja. mal Die brauche ich. irgendwann. Brauchst du die immer noch? Ja. Ja, dann ist gut. Wo habe ich denn jetzt hier? Ach, so Haufen Scheiß. Ach, und dieses Miniature-Herz, was du da gefunden hast. Da haben die Leute gesagt, kann man sich Herzkanister draußen machen und zusätzliches Leben sozusagen, was immer da ist. Zusätzliches Leben, was immer da ist, okay. Ja, wie, du hast da unten deine Herzleiste und damit kannst du dir zum Beispiel ein zusätzliches Herz machen. Okay. Und das geht dann nie wieder weg. Aha. Jupp. So, dann haben wir hier Interessant. noch Oh, jetzt muss ich den ganzen Haufen Scheiß Scheiß. wieder verzaubern hier. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hier irgendwas hinpacken soll. Ich hab keinen Bock dazu verzaubern. Was willst du nur Ja, muss verzaubern? meine Geh mal Rüstung hoch. verzaubern hier wieder. Ach, okay. Ach, hier habe ich 64 Leitern. Genau, die hatte ich ja irgendwann mal eingesammelt. Iron Bars. Wo habe ich denn die jetzt her? Clay, Gunpowder kommt mit So, hier runter. dürfte ja nichts drauf sein. Also, was haben wir hier drauf gemacht? Unbreaking haben wir drauf gemacht, ne? Nee. Soul, 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 Soul. Ich glaube, Unbreaking hatten wir auch auf was drauf. Sollte. Unbreaking auf jeden Fall haben wir auf jeden Sachen drauf, weil sonst würden sie ja Sollte kaputt gehen. 1. Und. Ich was wegschmeißen? Das brauche ich nicht mehr. Alka-Est, Gunpowder, Unbreaking. Meteorit-Leggings, Boah, wobei. Enchanting kosten 18. Nur allein für die Sache, nur weil Unbreaking 3 drauf ist dann. Wieso, was hast du jetzt schon was Ne, drauf? jetzt habe ich noch nichts drauf. Jetzt hätte ich. Was willst du Ja, verzaubern? meine Rüstung wieder. Und die ist komplett Die unverzaubert ist noch. komplett unverzaubert, ja. Okay, ja, das ist ein bisschen Ja, ich teuer mache jetzt erstmal da. den Soul Tether drauf. Wobei ist die Frage, ob es besser ist, nicht erstmal Unbreaking drauf zu machen. Unbreaking ist generell gut, damit du dein Item halt nie wieder verlierst, ne?
Sonst könntest du das womöglich mal verlieren, wenn du stirbst. Das wäre dann. Ja, aber Unbreaking kann man doch im Nachhinein mit Sicherheit auch drauf machen. Du kannst immer im Nachhinein was drauf machen. Naja, da mache ich jetzt erstmal Soul Tattle drauf. Du kannst es immer wieder weiter verzaubern. Auf E muss ich drücken, ne? Richtig, ja. Mir wurden auch Tipps gegeben bezüglich des Reparierens von Sachen. Ja. Die auch? Nee. Dass man, wenn man jetzt Sachen reparieren geht, da hatte ich ja letztens mal was reparieren wollen und habe festgestellt, das ist ja schweineteuer. Mhm. Und das liegt im Prinzip nur an diesen ganzen Verzauberungen, die auf den Waffen drauf sind. Je mehr drauf sind und du willst reparieren, desto teurer wird es reparieren. Und da wurde mir gesagt, wenn man etwas reparieren möchte, nimmt man am besten auf dem Verzauberungstisch die ganzen Verzauberungen von der Waffe runter. Mhm. Bis auf Schutz 1, beziehungsweise Protection 1, das haben wir ja auch auf manchen drauf. Okay. Und dann repariert man sein Item. Dann kostet es nämlich viel weniger und dann tut man die Verzauberung wieder drauf, sozusagen. Ja, aber sozusagen. Du hast ja die Verzauberung, dann die Verzauberungskosten so oder so, die du wieder drauf machen musst. Ja, ich gehe mal fix runter, weil ich will mal versuchen, mein Schwert zu reparieren, dann kann ich dir das besser erklären. Ich glaube, du musst, wenn du die Verzauberung runternimmst, nicht E drücken, dass sie wirklich komplett runter sind. Sondern du musst sie nur nach links schieben, dass es so scheinen, als wären sie runter. Dann auf R drücken für reparieren und dann nimmst du es wieder raus. Hm. Ich probiere es jetzt einfach mal. So, hier. Reparaturkosten wird mich im Moment 3 Level kosten beim Schwert. Das ist nicht alles. Ach, weil ich ja auch bloß Soul Tether 1 drauf habe. Ich probiere es zum Beispiel mal mit der Hose. So. Die Hose würde mich Reparaturkosten jetzt 10 Level kosten. Okay. Jetzt nehme ich mal Soul Tether runter. Und Protection kann ich nicht runternehmen. Enchanting kostet minus 9. Was ist denn hier los? So, Soul Tether 1. Ich nehme mal Soul Tether runter. Klick mal auf E. Ach, man bekommt die Level wieder. Okay. Das ist nicht verkehrt. Das ist echt nicht verkehrt. Jetzt kostet mich die Reparatur nämlich nur noch 3 Level statt 10. Aber wieso kann ich Protection nicht runternehmen? Gute Frage, nächste Frage. Das ist merkwürdig. Leute, seht ihr das? Protection kann ich nur bis auf 2 runterziehen. Gut, jetzt repariere ich es mal. Ey, die Kiste Zack, ist reparier. Ja schon saumäßig voll, ne? Und jetzt tue ich mal Soul Tether wieder drauf. Ach, das kostet mich 12 Level, verdammt. Kann ich wenigstens Unbreaking drauf machen? Unbreaking 1, ne? Machen wir es mal so. Was ist mit dem Poison Staff? Was macht man mit dem? Damit kannst du vergiften. Echt? Darf ich die vergiften? Ja. Na, mich nicht. Darf ich dein Chocobo vergiften? Nein, du darfst gar nichts vergiften. Mann, ich geh jetzt raus und will jemand vergiften. Ich suche mir jetzt jemand, das ist Nacht. Ich gehe jetzt hin. Oh. Ach, es ist Nacht. Oh, Creeper. Ja, ich bin auch wieder Zombies. Bereit. Jetzt will ich ihn vergiften. Ich bin eigentlich. Muha. Wo bist du eigentlich? Ey, du Arsch. Gib doch die Fresse. Ja? Wow. Oh, ich sollte eigentlich auch mal meinen Zauberstab wieder reparieren. Der ist nämlich schon fast im Arsch. Im Arsch, ah, am so. Arsch, um Arsch her. Überall im Arsch. Überall in die Arsch. Wo kann man den reparieren? Repair kostet 0. Aber hier, es geht doch nicht, Leute. Seht ihr das? Es geht nicht zu reparieren. Weil mir wurde gesagt, ach, die Stäbe, die kann man reparieren. Die kann man reparieren. Hier, es geht nicht. Ja, das habe ich auch schon öfters gehört, dass man die anscheinend reparieren kann. Aber, ja. Aber bei mir funktioniert es nicht. Ist, wenn ich jetzt hier Soul Tether runternehme, das bringt mir ja nichts, ne? Repair-Kost steht ja da 0. Also, es geht nicht, Leute, dass man die Stäbe reparieren kann. Ich habe es zumindest jetzt nicht hinbekommen. Habt ihr ja gesehen. Wenn, dann schreibt mal in die Kommentare, wie genau das funktioniert. Ja. Das wäre gar nicht so verkehrt, ne? Hatten wir nicht noch einen extra Stab? Hatte ich nicht neue gemacht gehabt? Gute Frage, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte dir doch 2 gegeben. Nee.
Ich hatte doch jetzt mal zwei neue gemacht. Was sind denn die? Ich glaube, mir hast du auch. Ja, mir hast du zwei neue gegeben. Also einmal den Electric und den Herzchenstab. Hä, mehr nicht? Nö. Hä? Ich hatte doch zwei neue vor kurzem gemacht. Wo sind denn die hin? Keine Ahnung. Das kann doch nicht sein. Kann ich nicht sagen. Oh, hallo, Pippi. Julien. Autsch, das ist mir jetzt merkwürdig. Dann müssen wir uns wohl wieder einen neuen machen hier. Wie ging das nochmal? Sticky, Sticky und das? Oder andersrum? Ne? Dürre Frage. Wie funktioniert denn das nochmal? Was mit den komischen Figuren hier ist. Ob man sich in die Figuren hier reingraben kann oder. Nee. Ach, ein Diamant. Ich komme ja nicht raus. Ich habe keine Spitzhacke. Oh nein. Ein Diamant brauche ich also noch. Ich habe schon wieder so ein nerviges Lied in der Playlist. Ich komme nicht mehr raus. Verdammt. Oh nein. Oh nein. Ich stecke fest. So, und ein Diamant. Jetzt haben wir so einen Stab. Dann brauche ich noch eine Electric Essence. Ich glaube, eine war es. So, und Stab und Electric Essence. Jawohl. Ach naja, das macht nichts. Soll es halt klingeln. Ja, das ist eh jetzt aus. Haben wir keine Zeit. Das ist eh aus. Was ist Telefon, aus? Das ist leer. Ach so. Ja, fast leer, sonst wird es nicht klingeln. Jetzt doch vorne die Station klingelt. Ach so, das ist die Station, okay. So, Unbreaking machen wir mal drauf, Soul Tether machen wir natürlich drauf, Magnetization Blatt, Soul Afterlife brauchen wir alles nicht, zack. Uff, so, jetzt haben wir einen neuen Stab. Immer in meiner Aufnahme muss es bimmeln. Brauchst du auch einen neuen Elektrikstab, oder? Wenn du mehr mitmachen würdest, wäre nicht verkehrt, ja. Oder wie ist er nur noch ganz? Ja, ich habe nämlich keinen mitgemacht. Hat er noch. Also es ist... Sollte reichen eigentlich. Ja. Wollen wir dann mal was unternehmen? Was unternehmen? Wow, verzauberte Spinnen 2. Wow. Dann die fallen lassen. Wo bist du eigentlich gerade zur Zeit? Au. Was ist los? Wo bist du? Achso, ja, hier, ich laufe gerade zum Haus. Ich will jetzt nur noch schnell mein Ding hier verzaubern. Ein Rüstungsteil, die damit so runtergefällt. Sollte das drauf machen. Tobi. Ach, apropos, ich werde mal kurz die Erfahrungsfläschchen noch verwenden. Und werde mal dann doch mein Schwert reparieren, weil das wäre schade, wenn das schon wieder drauf geht. Jetzt muss ich nur mal kurz auf mein Handy schauen. So, das gab jetzt nicht allzu viel Level. Aber ich hoffe mal, ich kann das Schwert trotzdem reparieren. So, Schwert. Repair Cost 3. Was ist, wenn ich jetzt Soul Tether runternehme, bekomme ich 6 Level. Ich tue mal ganz kurz das Telefon in die Station stecken. Okay. So, 2 Level. Sharpness 1 könnte ich noch drauf machen, Leute. Ach, gönnen wir uns mal Sharpness 1. So. Gut, ach, das Putz. Was war denn das gerade? Weil ich hier so witzige Bitmusik wieder laufen habe. Okay, ich habe mir gerade schon gedacht, was macht denn jetzt für eine Scheiße da drüben? Nix macht er. Soll ich nur schnell meine Brustplatte hier verzaubern? Hier okay. Zack. So, Soul Tether drauf. Okay. So. Das haben wir hier schon mal wieder. Dass ich das so Step by Step machen kann, dass ich, wenn ich sterbe, nicht alles hier verliere. Dann sollte ich eventuell... Boah, Spinne. Eieiei, diese Spinnen immer. Soll ich eventuell... Kann man eigentlich Rucksäcke verzaubern, dass die gebunden sind? Nee, ne? Ich glaube nur Ausrüstung. Also Rucksäcke wären mir neu, dass man die verzaubern kann. Oh, du machst Pflänzchen. Ja, ich habe ein paar Lichtpflänzchen hier gesehen. Ich sollte jetzt mal hier
Schön leuchten, wenn es Nacht wird. Ein Crystal Bow, Power 1. Brauchst du den? Nö, okay. Ich hab doch mal. Ach, hier habe ich eine Spitzhacke, sehr schön. Poison Staff, soll ich den mitnehmen, soll ich ihn nicht mitnehmen? Das musst du wissen. Ich lasse ihn da. Brauchst du Pfeile? Nee, habe ich genug. Boah, da kommt noch ein Zombie an. Ich muss unbedingt hier dann offscreen endlich aufräumen. Was ist denn das hier? Offscreen aufräumen? Kannst du mal vor den ganzen Leuten aufnehmen? Cracknorite-Chip. Cracknorite? Ach, das ist doch hier das Meteoritenzeug. So. Was soll ich aufnehmen? Was? Weil du gesagt hast, offscreen aufräumen. Du kannst doch vor den ganzen Leuten aufräumen. Ach Gott. Ja, aber das ist doch dann doof. Ja, eben. Ach Gott, hab ich einen Haufen Scheiße. Ein Haufen Essenzen wieder. Und ich würde nämlich heute mal gerne in die Hölle gehen wollen. Ja. Weil ich denke, das können wir sehr gut gebrauchen, weil ich habe auch einen guten Vorschlag von Leuten bekommen, wie wir schnell an Level kommen können. Okay. Hä? Was? Wieso stehen hier zwei Grabsteine rum? Wer hat denn die da hingestellt? Du? Was steht auf den Grabstein drauf? Keturio war böse zu Butzi, er wird es abstreiten. Hä? Die hab ich ja noch gar nicht gesehen. Nicht? Oh Gott, das ist schon ein paar Folgen her, wo ich die aufgestellt habe. Ach, du kannst da was draufschreiben, ja, oder was? Ja, man kann da was draufschreiben. Ach, wusste ich gar nicht.